Dem zweiten ist es die Furcht, den Arbeitsplatz zu verlieren. Und der dritte fühlt sich vielleicht von zu vielen Zuwanderern bedroht. In einem Deutschland, in dem sich die allermeisten sicher und wohlig eingerichtet hatten, rumort es unter der Haut. Das Land verändert sich. Und deshalb wollen wir bei den Tagesthemen die Menschen erzählen lassen, was sie bewegt, was Deutschland bewegt. Und beginnen unsere Serie in einem kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart. Spiegelberg heißt der Ort, der so gar nicht dem Klischee entsprechen will, das so gerne bemüht wird. Hier haben sie von außen betrachtet keine Sorgen. Wenig Arbeitslose, wenig Migranten. Und trotzdem wurde hier die AfD bei den vergangenen Landtagswahlen stärkste Partei. Daniel Hechler hat mit den Menschen in Spiegelberg gesprochen. Aufwärmen bei frostigen Temperaturen vor einer heiklen Begegnung. Der SV Spiegelberg gegen den THHV Geildorf. Kreisliga und doch kein Spiel wie jedes andere. Ressentiments liegen in der Luft. Die meisten Spieler aus Geildorf sind türkischstämmig. Und das haben sie schon einige Male zu spüren bekommen. Werden wir als Ausländerschweine beleidigt von den Zuschauern, die das alles anheizen hier. Natürlich die Spieler von den emotionalen Mitreißen. Die Zuschauer am Spielfeldrand, bürgerlich und bodenständig. Bei einem Thema aber kochen die Emotionen hoch. Ausländer und Flüchtlinge. Wir sind beim Zahlen vorne dabei, wir sind beim Aufnehmen vorne dabei. Und das können halt nur die oben ändern. Der kleine Mann kann da gar nichts dagegen tun. Deutschland kann nicht alle aufnehmen. Man muss eigentlich dafür sorgen, dass die Leute in ihrem Land bleiben können. Die brauchen nichts, die kriegen alles umsonst. Man hat halt Angst, man kann nicht einmal auf der Straße frei laufen. Und das hat man früher gekannt. Große Ängste in einer kleinen Gemeinde. Eigentlich ist hier die Welt noch in Ordnung. 2125 Einwohner hat Spiegelberg, fast alle haben einen Job. 81 Ausländer gibt es, 18 Asylbewerber, kaum Kriminalität. Nur 36 Straftaten im vergangenen Jahr, die Täter allesamt deutsch. Und doch wählten bei den Landtagswahlen im März 26,6% die AfD. Der Bürgermeister ist ratlos. Ich kann Ihnen nicht erklären, was schiefgelaufen ist. Wir haben keine Arbeitsplatzverluste hier. Wir haben auch keine Infrastrukturverluste hier. Spurensuche im Ort. Der Kleintierzuchtverein hat zur Lokalschau geladen. Gekommen sind Kinder, Familien, Rentner. Gerade sie treiben Existenzängste um ein Gefühl von Ohnmacht. Ist die Rente, sind wir noch sicher, wenn so viele Flüchtlinge kommen? Ich persönlich habe 48 Jahre geschafft. Ich kriege Rente. Verstehen Sie, das kann man sich nicht denken. Wie viel? Das sind ca. 1500 Euro. Ja. Wenn ich komme und sehe da Hanna, wie die alles kriegt. Wer die? Die Asylanten oder die, die jetzt kommen sind zu uns, die werden bevorzugt. Ekbal Al-Masri floh vor 14 Monaten mit seiner Frau und zwei Kindern aus Syrien und strandete in Spiegelberg. Nun arbeitet er als Pflegehelfer im Seniorenheim, verdient sein eigenes Geld, lebt mit einer anderen Flüchtlingsfamilie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Ich arbeite selber, auch meine Frau ein bisschen arbeiten. Ich möchte morgen gut, ich möchte lernen Deutsch. Das ist gut. Helfen für alle Menschen. Für Alexander Flint ist Al-Masri unverzichtbar. Er mache einen tollen Job. Für die Ängste vieler Spiegelberger hat der Geschäftsführer des Heims wenig übrig. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, was die Leute glauben, was ihnen weggenommen werden könnte. Ich weiß auch nicht, was sie mehr hätten, wenn wir das Flüchtlingsproblem, wie man es so nennt, nicht hätten. Die Spieler vom SV Spiegelberg in Siegerlaune. 2:1 gegen das türkische Team. Einigen ist es peinlich, dass hier so viele AfD wählen. Andere stehen offen dazu. Man hat einfach ein Gefühl, und das kriegt man Informationen, kriegt man hauptsächlich aus Medien, dass da einfach irgendwas schiefläuft, dass da die Regierung einfach nicht alles machen kann, was uns jetzt in der Situation schützt. Ein Gefühl, das von der Realität entkoppelt scheint.
Gette lebt mit seiner Familie glücklich im eigenen Haus. Wenn man sich ihr Eigenheim anschaut, ihr Familienleben, könnte man ja denken, da ist alles in Ordnung. Richtig. Aber weil die Menschen hier gut leben, und dann spreche ich jetzt auch nicht nur für mich, sondern auch andere, die hier gut leben und auch leben, ein schönes Leben genießen, genau die Menschen haben ja auch Angst, das zu verlieren. Aber was soll die Regierung machen, dass sie zufrieden sind? Ich erwarte von der Regierung, dass sie uns ein Zeichen geben, dass sie uns ein Zeichen geben, dass sie was tun dagegen, dass ihnen bewusst ist, dass die Leute sich Sorgen machen und dass sie einfach ehrlich und transparent uns gegenüber sind. Wenn man ihm nun endlich zuhöre, habe er mit seiner Stimme für die AfD schon viel erreicht, meint Gette. Seine Sorgen ernst zu nehmen, bedeutet dem 40-Jährigen viel, auch wenn sie nicht immer nachvollziehbar erscheinen. So geht es wohl vielen hier in Spiegelberg und anderswo. Auf einmal